Es ist endlich soweit. Der FC Bayern steht kurz davor, einen neuen Torhüter zu holen. Kepa, David De Gea, Stefan Ortega, Geronimo Rulli, David Racha und Bono. Alle diese Namen wurden mit den Bayern in Verbindung gebracht in den letzten Wochen. Doch es scheint so, als würde eine ganz andere unbekannte Personalie zu den Bayern wechseln. Mehrere Wochen haben die Deutschen versucht, einen Ersatz für den Weltmeister Manuel Neuer zu finden. Da die Suche vergebens war, hat man sich dafür entschieden, Sven Ulreich zur temporären Nummer 1 zu machen. Das bedeutet, man befindet sich auf der Suche nach einer neuen Nummer 2, die, wenn Neuer zurückkommt, gerne die Nummer 3 sein wird. Der Israeli Dani Pelres und die Münchner haben sich nach aktuellen Medienberichten auf einen Wechsel verständigt. Sky-Reporter Florian Plettenberg hat berichtet, dass sich die Bayern und der israelische Nationaltorhüter bereits geeinigt haben. Der Israeli soll einen 4-Jahres-Vertrag bis 2027 erhalten. Man verhandelt aktuell mit Maccabi. Das erste Angebot für ihn war laut Plettenberg bei 2 Millionen Euro plus Boni. Der Transfer scheint kurz bevor zu stehen, denn Perez hat sich beim Europapokalspiel zwischen Maccabi und AEK Larnaca unter Tränen von den Fans verabschiedet. Manuel Neuer ist noch immer verletzt und wie es aussieht, wird er noch länger fehlen als zunächst gedacht. Tuchel bestätigte hoffnungsvoll, dass Neuer bei der Real große Fortschritte macht. Aber wer weiß, ob Neuer jemals wieder der Alte sein wird. Die Bayern gehen in meinen Augen ein sehr großes Risiko hier ein und sollten meiner Meinung nach nicht nur einen Ulrich-Ersatz oder temporären Neuer-Ersatz holen, sondern eine langfristige Lösung für die Zukunft. Was ist eure Meinung, Leute? Findet ihr den Transfer von Daniel Perez sinnvoll oder nicht? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare und lasst ein Abo da, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt.